Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den FC Viktoria Köln. Die Partie endet mit 2:0. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer hier vorne neben mir. Herzlich willkommen zurück in Fußball-App Florenz, Olaf, der Trainer der Viktoria, Olaf Janssen. Und genauso herzlich begrüßen wir natürlich unseren Cheftrainer Alexander Schmidt. Das erste Wort gehört dem Gast. Olaf, wie fällt dein Fazit nach der 0:2-Niederlage hier in Dresden aus? Ja, erstmal ein herzliches Hallo von mir an alle Dynamos. Ich freue mich sehr, mal wieder hier sein zu dürfen in der Stadt und hier bei der Dynamo. Ja, zum Spiel muss ich sagen, haben wir so mehr oder weniger die ersten 30 Minuten eigentlich verschlafen. Passt eigentlich nicht so zu unserem Spiel. Haben sehr leichte Ballverluste gehabt. Dynamo praktisch eingeladen zum Tore schießen. Fangen dann eigentlich ein sehr dummes Tor, kriegen dann noch einen Elfmeter, der nicht unbedingt ein Elfmeter war, aber es war halt so, da gibt kein Videoschiedsrichter und der Spieler nimmt das dankend an, das lange Bein, und von daher kein Vorwurf, sondern das war so, dann war es 2-0 zur Halbzeit. Verdient, muss man sagen, und dann haben wir ein paar Sachen in der Halbzeit besprochen. Weil ich meine Mannschaft eben so noch nicht kannte, noch nicht gesehen habe. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann viel besser gemacht. Also ich denke, da konnte auch jeder sehen, warum wir den Turnaround geschafft haben. Allerdings muss man auch ehrlich sein, ohne wirkliche Torgefahr im letzten Drittel. Und das braucht man natürlich dann, um dann so ein Spiel drehen zu können. Deswegen war es am Ende, glaube ich, ein verdienter Sieg für Dynamo Dresden, weil wir einfach zu wenig Durchschlagskraft hatten. Und von daher nehmen wir das mit als Prozess, dass man eben einfach wissen muss, ja, du musst in jedem Spiel an die Grenzen gehen und gierig sein. Und das war man gerade in dieser Anfangsphase eben nicht, und dann wird man bestraft. Ja, jeder kann sich vorstellen, dass ich der Dynamo wünsche, natürlich, dass die ihren Weg weitergehen und die letzten zwei Spiele dann auch noch ziehen, damit das große Ziel Aufstieg geschafft wird. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Olaf, ganz herzlichen Dank für deine Analyse. Alex, 4 Spiele, kein Gegentor, 10 Punkte, heute gegen einen Gegner gewonnen, der 10 Spiele ungeschlagen war mit 2:0. Wie fällt deine Analyse aus? Ja, du hast es ja gesagt, Viktoria ist eine sehr spielstarke Mannschaft, und für uns war es klar, lassen wir sie spielen, dann wird es schwierig. Und beziehungsweise das haben wir eben nicht gemacht. Ja, wir waren von der ersten Minute im hohen Angriffspressing, haben die spielstarke Viktoria zu Fehlern gezwungen, haben sehr gute Torchancen gehabt, vor allem die AOC mit 2 Topchancen. Da hätten wir eigentlich schon Führung gehen können oder sollen oder müssen. Und unsere Spieler sind dann weiterhin, auf dem Gaspedal geblieben. Und haben sich dann die 2 Tore erarbeitet. Ob es jetzt ein regulärer Elfmeter war oder nicht, weiß ich jetzt nicht genau. Aus meiner Sicht war es ein Elfmeter, von der Seite, ja, kann man geben, ja, aber kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber ich finde, unsere Mannschaft hat in der ersten Halbzeit top gespielt, ja, waren präsent, ja, waren griffig, haben viele Ballgewinne, hohe Ballgewinne gehabt, haben einen Gegner nicht flach über die Mittellinie spielen lassen. Ja, und wie es halt dann so ist, irgendwann lässt der Power dann ein bisschen nach, ja, und wir wussten, dass eben Viktoria über sehr starke Einzelspieler und eine gute Technik und Spielverständnis verfügt, und haben dann eben eine Mischung aus Kompaktheit und punktuellem Anlaufen gewählt, gefunden. Und wie es mein Kollege schon gesagt hat, zweite Halbzeit hat vielleicht dann nicht so toll ausgesehen, ja, weil Viktoria viel Ballbesitz hatte. Aber mit einer guten Ordnung gegen den Ball, mit einer Kompaktheit, haben wir es dann geschafft, dass wir einfach keine Großchancen zulassen. Und insgesamt muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment wieder mal zollen. Ja, sie haben leidenschaftlich verteidigt. Die Kontersituation vielleicht in der zweiten Halbzeit hätten wir etwas ruhiger und etwas sauberer ausspielen müssen. Aber insgesamt bin ich schon sehr stolz auf die Mannschaftsleistung. Alex, danke auch dir für dein Statement zum Spiel.